und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Als erstes wünsche ich euch einen schönen Ostersonntag. Ich hoffe, ihr wart unterwegs und habt Eierchen gesucht oder vielleicht auch Süßigkeiten gesucht. Ich habe heute vor, mich auf das E-Bike zu setzen, das heißt das Zündapp E-Bike, und einfach mal ein paar Kilometer zu fahren, mehr als ich sonst immer gefahren bin. Und ich würde mal sagen, dazu nehme ich aber lieber so ein paar Sachen mit, falls ich ja doch mal unterwegs einen Platten bekomme. Der erste Platten ist noch nicht lange her, deshalb jetzt lieber vorbeugen, bevor ich irgendwo stehe und schieben muss. Was ich mitnehme, ist ein 19er Schlüssel für das Vorderrad. Dort ist eine 19er Mutter verbaut. Dann nochmal, wie hier, ein 15er, das ist dieser. Und den brauche ich für das Hinterrad, falls hinten was passiert. Nicht vergessen, auf keinen Fall, was nützt mir das Ganze, wenn ich keine Luftpumpe dabei habe. Das heißt, auch eine Luftpumpe nehme ich mit. Hier habe ich, oder ich hatte das schon vorgestellt, hier ist Flickzeug drin. Und das ist noch total neu und verpackt. Mal gucken, aber es geht schon auf. Jawohl. Hier ist mein Flickenkleber drin. Also, dass ich überhaupt ein Flicken ansetzen kann. Ja, hier sind ein paar Flicken drin. Ich will nicht hoffen, dass ich einen Platten bekomme, aber man weiß es ja nie. Und hier ist auch noch was zum Aufreiben. Ne? Bevor man einen Flicken setzt, tut man den Schlauch immer anrauen. Gut, was hier jetzt nicht drin ist, ist ein Ventil. Da ich ein Autoventil habe, muss ich natürlich dementsprechend auch, genau, ein Autoventil am besten mitnehmen. Was ich jetzt natürlich gerade noch so festgestellt habe, das ist eine Luftpumpe für normale Ventile. Ich brauche aber eine für ein Autoventil. Das ist schon wieder eine andere Hausnummer. Gut, ich habe ja nun noch ein paar gesammelte Exemplare. Und hier sind auch Autoventile drin. Und die, also zwei Stück an der Zahl, nehme ich jetzt auch mit. Nur mal zur Sicherheit. Aber das Ganze nützt mir nichts, wenn ich nicht einen oder den Ventilschrauber mitnehme. Hiermit kann ich ein Ventil rausschrauben oder auch wieder einsetzen. Sprich ein Autoventil. Ne? Gut. Hier draus brauche ich nichts mehr. Das schmeiße ich jetzt als erstes hier rein. Und somit habe ich jetzt hier mein neues Flickzeug. Alles das, was ich brauche. Hier ist noch ein Zettelchen bei, aber den brauche ich nicht, da ich mich damit schon auskenne und weiß, wie ich damit umzugehen habe. Gut, das kommt mit ins Fahrrad. Das kommt auch schon mal mit ins Fahrrad. Diese leider nicht. Also schnappen wir uns das und das kommt jetzt hinten in die Satteltasche rein. Wenn ich das jetzt natürlich lose reinlegen würde, würde ja alles klappern. Deshalb mache ich das immer so. Ein Tuch nehmen, den ersten Schlüssel hier, den zweiten Schlüssel lege ich oben drauf und roll das Ganze ein. Es gibt natürlich auch Fahrradwerkzeug, ne? Aber mir reicht das jetzt erstmal hin. Es hat nicht viel Gewicht und ja, sollte eigentlich ausreichend sein. Ein Gummi drumherum, einmal hier und ja, wir suchen uns mal ein schöneres Gummi hier raus. Ein Gummi auf diese Seite, wenn es nicht gerade wegreißt, passiert auch, wenn die Gummis älter werden, dann passiert das schon mal. Gut, und kein Geklapper, ab in die Satteltasche. Nun muss ich mir noch was für eine Pumpe organisieren oder eine neue Pumpe, eine andere. Und ich brauche ja noch was zum Abziehen dann, dass ich den Mantel wenigstens anlösen kann. Hier, das wollte ich euch noch mal kurz zeigen.
Hier ist im Grunde oder sind die Angaben, wie man mit dem Flickzeug letztendlich umgehen sollte und arbeiten sollte. Wie gesagt, diesen Vorgang kenne ich, also brauche ich das nicht. Aber ich muss die anderen Sachen noch besorgen. Kleine Luftpumpe für ein Autoventil. Ich wollte gerade mal gucken, das kam mir eben ein bisschen komisch vor. Doch, alles okay für ein Autoventil. Nicht sehr groß, recht klein, kann da mit rein. Na, das reimte sich sogar. Jetzt habe ich natürlich gar keine Lust, mir die Abzieher zu suchen. Deshalb reicht auch ein Schraubendreher Menge aus. Man muss natürlich vorsichtig sein, dass man hier mit der spitzen Kante sozusagen nicht den Schlauch dann wieder kaputt macht. Oder wenn er schon kaputt ist, nochmal kaputt macht. Stecke ich ein, kommt zu meinem anderen Werkzeug. Und dann sehen wir uns wieder auf der Tour, würde ich mal sagen. Das eine oder andere werde ich euch erzählen. Und ich denke mal, einen Teil werde ich heute auch mal mit Musik unterlegen. Also habt viel Spaß, lasst euch einfach mitziehen. Und so seht ihr auch mal das Fahrrad, ein bisschen in Action. Und der eine oder andere, der vielleicht auch so ein Fahrrad hat oder sich so ein Fahrrad zulegen möchte. Dazu kann ich bis jetzt nur sagen, Daumen hoch. Also das ist ein sehr gutes Fahrrad. Wir sind unterwegs. Wir sind natürlich in einer gewohnten Umgebung, wo ich gerade eine Pause einlege oder eingelegt habe. Und was musste ich feststellen? Die Linse war noch abgedeckt. Ich hätte so schöne Aufnahmen für euch gehabt. Aber Gott sei Dank habe ich noch die andere Kamera mitgehabt. Habe es jetzt eben erst festgestellt, dass die Linse noch abgedeckt war. Ihr seht, Peter der Vergessliche. Was soll ich dazu noch sagen? Aber auch wenn es jetzt das zweite Mal ist, ich gehe noch mal zurück und wir sind ja nun gerade mitten im Wald. Und ich hätte so schöne Aufnahmen für euch gehabt. das ist Ostern, ne? Der Bauch ist vollgeschlagen. Ich war ja nun in Lebenstedt. Und Peter hat vergessen, die Linse zu befreien. Aber was ich euch zeigen möchte, ist hier. Guckt euch mal diese Teile an. Die gehen querbeet durch den Wald. Das waren noch Zeiten, wo man diese Teile viel, viel häufiger gesehen hat. Jetzt wird ja vieles unterirdisch gemacht, aber unsere Überleitungen oder Strommasten gibt es immer noch. Und ich drehe mich mal. Jetzt gucken wir natürlich genau gegen die Sonne. Da hinten ist auch noch was. Ich hoffe, es ist zu erkennen. Dass wir wenigstens ein kleines Video zusammenkriegen. Wenn ihr nochmal die komplette Ausfahrt sehen möchtet, dann würde ich sagen, wenn ihr wirklich Gefallen dran habt, dass ich nochmal diese Tour mache, die ich heute vergeigt habe, ich würde sagen, bei 50 Likes fahren wir nochmal diese Strecke. Ich mache mir die Mühe und setze mich aufs Fahrrad und wir fahren die gleiche Strecke nochmal 1:1 ab. Diesmal aber mit Aufnahme und nicht mit Deckel auf der Linse.
Jetzt möchte ich doch mal hier lang gehen und wir gehen einfach mal an diesen alten Hänger vorbei. Hier stehen sogar noch Räder. Ja, mal gucken, wie weit wir hier kommen, weil hier war ich noch gar nicht, noch nie. Ah, okay. Und hier können wir auch nicht groß reingucken. Aber was das jetzt mal war, kann ich euch selbst leider gar nicht sagen. Wir fahren auf jeden Fall jetzt da lang oder dort lang und folgen dieser Strecke in den Wald rein Richtung Gebhardshagen. Wenn jetzt allerdings die Frage kommen würde, Peter, könntest du dich jetzt in den Arsch beißen dafür? Ja, ich könnte es. Das wäre jetzt meine klare Antwort dazu. Ja, naja, okay. Wir fahren jetzt mal ein Stückchen weiter. Wie gesagt, ich habe eine zweite Kamera dabei. Ich habe so ein paar Aufnahmen zwischendurch gemacht. Die spiele ich natürlich mit ein. Angesagt hatte ich es euch, wenn ihr nochmal diese gleiche Strecke sehen möchtet, die ich gefahren bin, von Gebhardshagen nach Lebenstedt und dann wieder durch den Wald zurück, 50 Likes sollte es ein wert sein, glaube ich. Also lasst doch mal einen Daumen oben da. Normalerweise wollte ich auch die Kilometerzahl so einigermaßen immer mit angeben. Aber da das Video ein Reinfall war, werde ich das jetzt nicht machen. Aber sollte es soweit kommen, dass ich nochmal fahre, dann würde ich natürlich auch die Kilometerzahl anzeigen. Immer mal so zwischendurch ins Video rein, dass ihr sehen könntet, wie viele Kilometer wir heute gefahren waren. Und ich habe nur Gutes über dieses Rad erzählt. Im wahrsten Sinne nur Gutes. Jetzt wird es aber steil, das heißt ersten Gang und volles Pfund hier hoch. Auf der Höhe angekommen. Ja, das war trotzdem anstrengend. Aber ich kann meine Gänge oder meinen Motor zurücknehmen und wir sind in Gebhardshagen. Tja, so schnell geht diese Ausfahrt.
Also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Ostersonntag. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns nach Möglichkeit schnell wieder. Ja, genießt wenigstens diese kurze Ausfahrt. Tut mir leid, aber die nächste wird besser. Tschüss.